Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute werde ich Schneebedeck entwickeln. Ich habe heute das letzte Schneebedeck gefangen. Ich habe es auch schon nicht entwickelt, schon verschickt. Ja. Ich power es jetzt und genau auf 99, alles klar. Ja, und vielleicht haben wir ja irgendwas Schönes, Schneebel und Blutzug. Ja, und dann würde ich auch gleich sagen, fange ich schon an. Ja, Mann, wieso? Was mache ich hier eigentlich? Es fertig. Ja, seht, ich habe nur noch ein Schneebedeck. Alter, ich bin richtig. Alter, das sieht so geil aus. Ich glaube, das heißt irgendwie so Rexlipper. Irgendwie so, egal. Und dann wird es auch gleich schon entwickelt. Alter, das wird so nice. Scheiße, ich hab die V-Wert. Oha, ich hab die V-Wert gar nicht gecheckt. Egal. Ja, ist schon nice, also 100, darum weiß ich nicht. Ja, hier. Was ist jetzt gerade passiert? Ineko kann ich auch bald entwickeln. Vielleicht fange ich hier jetzt mit Sananabeere. Das wäre toll, bitte. Und Entschuldigung, ich kann nicht zu gut werfen. Ich bin nicht gerade der Pro da drin. Man greift mich doch an. Ich glaube, der war recht gut. Jawohl, 12 Candies, easy. Und ihr fragt euch, wieso 12 Candies, weil es ist halt das Event. Eins brauche ich genau noch. Warte, ich schau kurz. Dann kann ich das ja vielleicht auch bald entwickeln. Für Schicken habe ich überhaupt Sonderbonbon. Also wenn ich jetzt 4 habe, das wäre perfekt. Aber wahrscheinlich habe ich hier gar keine. Nee. Nur 2 Rohsteine, ein Drachenort, Kingstein und Sonnenstein. Aber eigentlich schreibt mal in die Kommentare, wieso schreibt man eigentlich Sonnenstein zusammen und Kingstein nicht? Würde ich jetzt einmal fragen. Das ist äußerst komisch. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mit Pokémon Go weitermachen soll. Ah ja, und jetzt mal Real Talk. Dieses Rosanna hat einfach meine Mutter gefangen mit einem Pokéball. Das hat zwar nicht so die guten Attacken. Das hat eigentlich fast die gleichen. Konfusion ist schon gut, aber Diebeskuss glaube ich nicht. Aber das. Was mache ich? Das Rex Blizzer sieht einfach richtig nice aus. Auf jeden Fall Energieball und
Pulver, Schnee und Energieball. Ich weiß nicht, ob das gute Attacken sind. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, ciao.